Ich freue mich, euch mal wieder hier ganz direkt begrüßen zu können, nicht an den Bildschirmen. Eine Frage, gibt es irgendjemand, der noch vielleicht noch ein Ölzen? Letztes Mal bei unserer direkten Vorlesung war, gibt es noch jemanden? Wow, sehr gut. Drei Mann, sehr schön. Vielleicht zur Info, ab September starten wir wieder direkt. Erst in Mannersam mit einer Vorlesung und dann in wieder in Ölzen, in dem schönen Auditorium. Wir werden wieder an eure Schulen dann Anfang September das Programm, das erste Semester, hinterlegen. Ihr bekommt dann auch wieder Studienausweise. Es gibt wieder Bachelor-Urkunden, die alle teilgenommen haben. Also wir versuchen es mal wieder ins normale Leben zurückzukommen. Das macht ja nicht Spaß. Ne? Heute zu dem großen Thema Wasser. Wasser habt ihr alle schön gefühlt, bestimmt mal im Gesicht gehabt. Und dazu wirst du heute mit euch, also das ist die Stange. Hallo, also muss ich mal hier Hallo sagen. Ja, Stange war 10 Jahre lang Professor an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau. Und der Professor Krautheim ist immer ganz sehr unterstützt und euch mit ganz vielen tollen Themen vorbereitet. Also dann viel Spaß. Ja, ein herzliches Hallo und Glück auf, wie man Erzgebirge so sagt, hier zu meinem Vortrag. Trinkwasser, der kostbarste Schatz unserer Erde. Um mich kurz mal vorzustellen, mein Name ist Marcel Stange, bin 42 Jahre alt und habe 3 Kinder, 2 davon sind auch heute hier sogar anwesend. Ich hatte in Zwickau studiert beim Professor Krautheim, das war damals mein Physikprofessor. Bin dann nach dem Studium nach Dresden gegangen, habe dort promoviert und dann bin ich für einige Jahre an die Zwickauer Hochschule zurückgekommen als Vertretungsprofessor für Professor Krautheim, der ja Rektor wurde und hat ihn dort in der Experimentalphysik vertreten. Aktuell bin ich jetzt entsprechend seit vielen Jahren Geschäftsführer der Firma Stange GmbH, die hier sich mit Trinkwasser beschäftigt. Tag ein, Tag aus ist unser Metier Trinkwasser. Deswegen haben wir da eine Menge zu erzählen. Und Trinkwasser und wir unterstützen da die großen Wasserversorgungsunternehmen, die das Wasser zu euch liefern quasi nach Hause. Wir unterstützen da auch Bauunternehmen, die die großen Rohrleitungen in die Straße reinlegen, bis hin zu Kliniken, Pflegeheime und so weiter, die auch Probleme haben manchmal mit ihrem Trinkwasser in ihren Häusern sozusagen. Das ist unser Metier an der Stelle. Und da führen wir so Reinigungen, Desinfektionsmaßnahmen durch, bauliche Geschichten. Wir haben so Dosiermessregeltechnik, wo man dann Chemie zudosiert und so weiter. Und verkaufen auch Chemie an der Stelle, bloß damit man mal weiß, was wir so den ganzen Tag so treiben, sozusagen. Ne? Heute wollen wir uns also mit dem Thema Trinkwasser oder Wasser allgemein mal beschäftigen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo man da direkt ansetzt. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht mal beim Kleinsten. Was ist denn Wasser an sich? Und Wasser ist nichts anderes wie so ein kleines Molekül da oben. Molekül heißt, das sind kleine Atome, die sich zusammenpaaren. Und Wasser besteht nun aus einem großen Sauerstoffatom, das ist das große O, und 2 Wasserstoffatome, dieses 2-mal H, was dort entsprechend steht. Das an sich ist die kleinste Einheit von Wasser, das Wassermolekül. Und viele Wassermoleküle schwimmen dann quasi, wenn ich da hier mal so ein Glas habe, in diesem Wasser herum, letzten Endes, bilden das Wasser am Ende und sind durch kleine Kräfte miteinander verbunden. Ne? Man sieht hier sehr schön, der Sauerstoff hält erstmal die 2 Wasserstoffmoleküle fest, aber zwischen dem kleinen Wasserstoffmolekül und dem Sauerstoffmolekül gibt es so eine kleine Verbindung. So ist wie ein kleiner Gürtel hier dargestellt. Das sind diese schwachen Verbindungskräfte, die wir haben, was unser Wasser auch zusammenhält letzten Endes. Ne? Wasser ist aber nicht immer so flüssig, wie wir es so kennen. Das haben wir ja hier schon mal gesehen, deswegen habe ich ja diese kleine Herdplatte mal mitgebracht. Wo man sieht, da bildet sich ja irgendwie Gas. Denn Wasser kann in verschiedenen Aggregatzuständen vorkommen. Und wenn ich dem Wasser viel Energie gebe, werden diese kleinen Verbindungen zwischen Wasser und Sauerstoff entsprechend aufgeknackt quasi. Und es entsteht gasförmiger Wasserdampf letzten Endes. Ne? Wenn ich also hohe Temperaturen habe, das ist ja meistens am Boden hier unten, logischerweise, wenn die Herdplatte das erwärmt, dann zerstöre ich diese Bindung und jetzt entsteht Gas und das Gas steigt nach oben, logischerweise. Wenn ich das weiter abkühle, dann verbinden sich die Wassermoleküle noch enger miteinander und dann wissen wir, da entsteht Eis letzten Endes. Ne? Also unter 0 Grad Celsius, wissen wir alle, im Winter,
Da gefrieren die Pfützen, da kann ich entsprechend Schneeballschlachten betreiben mit dem festen Produkt von Wasser, das dann Eis oder Schnee letzten Endes nennt. Ja, wie kam denn aber eigentlich unser Wasser auf die Erde? Unsere Erde war ja damals als sehr heißer Planet entstanden und ja, am Ende kann ja kein Wasser dort auf einmal von sich aus entstehen. Und das Wasser kam über sogenannte Kometen, die hier durchs Weltraum, durchs Weltall fliegen und entsprechende eigentlich Eisbrocken darstellen, ne? Riesige Eisbrocken, manchmal ein paar Kilometer groß in ihrem Umfang. Und diese stürzten auf die Erde, als dies dann schon relativ ja, abgekühlt war, sozusagen. Ne? Nach der Entstehung der Erde. Das hat natürlich Milliarden von Jahren gedauert, bis die Erde aus so einem heißen, aus einem heißen Ball, sage ich mal so, abgekühlt war und dann diese Kometen darauf eingeschlagen waren und letzten Endes diesen blauen Planeten, wie man ja heute kennt, entsprechend hier formierten. Aber was ist denn mit dem Wasser auf den anderen Planeten passiert? Wir haben hier mal unser Sonnensystem dargestellt. Die Sonne, da kommt als erstes der Merkur. Der ist natürlich sehr nah an der Sonne dran. Das ist auch sehr heiß und der hat keine Atmosphäre. Und da kann also das Wasser, solche Kometen, die auch auf den Merkur gestürzt sind, schlecht festhalten. Das ist einfach wieder verdampft. Letzten Endes, deswegen gibt es auf dem Merkur zum Beispiel kein Wasser. Dann haben wir hier die Venus. Da ist eigentlich dasselbe in Grün. Letzten Endes, da habe ich mal geschrieben, dass auch die Sonneneinstrahlung zu stark ist, dass es dort zu heiß ist am Ende, um dort entsprechend hier Wasseransammlungen zu finden. Und hier hat man auch dann keine Chance, entsprechend hier Wasser ja, aufzufinden. Unsere Erde haben wir, kennen wir, dann kommen wir zum Mars. Der Mars, da ist es schon relativ kalt, das ist schon relativ weit weg von der Sonne an sich. Und dort werden aber große Eisvorkommen unter der Oberfläche vermutet. Ne? Früher war da wahrscheinlich schon mal Wasser gewesen. Und insbesondere an den Polen, ne? Wir haben ja auch Nord- und Südpol entsprechend auf der Erde. Dort auf dem Mars gibt es auch sowas wie Nord- und Südpol, weil er sich ja auch um seine eigene Achse dreht. Und entsprechend an den Polen hatte man entsprechend so eine Mars-Roboter-Mission mal auf den Weg geschickt. Die haben dort wirklich gebohrt und tatsächlich auch Wasser gefunden, sozusagen. Also ist das wirklich eine schöne Sache auf dem Mars. Da gibt es schon mal Wasser in Form von festem Wasser, also Eis. Und hier könnten dann perspektivisch auch Menschen irgendwo mal sich ansiedeln und dieses Eis dann entsprechend nutzen, um Wasser entsprechend hier zu gewinnen. Ja, dann haben wir noch diese Gasplaneten. Die nennen sich ja Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Ja, und die haben keine feste Oberfläche. Da gibt es also auch kein Wasser in der Form. Und der letzte, der Pluto, ist ja eigentlich gar kein Planet. Das, ja, also, genau, und deswegen habe ich den eigentlich außen vor gelassen, sozusagen, ne? Dass, damit wir wirklich uns auf die exakt definierten Planeten konzentrieren, sozusagen. Ja, unser blauer Planet jetzt, die Erde, die ist zu blau, weil wir so viel Wasser haben und 79% der Erdoberfläche, fast 80% sind von Wasser bedeckt. Totaler Wahnsinn. Das sind insgesamt 1,42 Milliarden Kubikkilometer. Ein Kubikkilometer ist sowas wie ein Würfel mit Kilometer, Länge, Breite und Höhe. Unvorstellbar eigentlich. Und davon haben wir so eine große Zahl mit so vielen Nullen sozusagen. Ne? Also unvorstellbar. Das heißt aber noch nicht, dass wir dieses Wasser auch nutzen können. Denn von dieser großen Wassermenge sind eigentlich 97% ungefähr Salzwasser. Salzwasser, wer schon mal an der Ostsee war oder an einem anderen Meer, das kann man gar nicht richtig trinken. Das ist so salzig, dass das spuckt man gleich wieder aus, sozusagen. Ne? Also ist das Wasser, Salzwasser für uns eigentlich nicht direkt verfügbar. Dann haben wir noch 2,3% Eis und Schnee, insbesondere an Nord- und Südpol oder im Gebirge oben. Das kann man jetzt in der Form auch nicht nutzen, aber das bildet schon mal ein Wasserreservoir, denn von den Bergen kommt ja immer Wasser herunter durch Schmelzwasser von diesen Eis und Schnee gebilden. Und letzten Endes 0,3%, das ist das, was wir wirklich als Trinkwasser nutzen können, was in den Flüssen und Seen sich befindet. Und 0,3% ist extrem wenig. Und das ist eigentlich die Herangehensweise, dass wir hier einen großen Schatz haben, weil ein Schatz ist immer was nicht viele Leute haben, was wirklich wenig vorhanden ist. Und auf den Schatz muss ich auch immer aufpassen, logischerweise, ne? Dass er nicht verloren geht und immer zur Verfügung steht. Und 0,3% Trinkwasser auf der Erde, das ist schon ein wahnsinniger Schatz, den wir hier bewahren müssen. Denn ohne Wasser kann man auch nicht leben. Das ist halt das große A und O. Wir brauchen täglich unser Wasser. Unser Körper besteht aus 60-80% aus Wasser.
Babys haben ungefähr 80% und erwachsene Leute um die 65-60% sozusagen, wie wir aus Wasser bestehen. Und wir verlieren natürlich täglich Wasser. Ne? Wir atmen. Beim Atmen hat man schon mal im Winter eine Scheibe gehaucht. Letzten Endes, da kommt Wasserdampf raus, also verlieren wir übers Atmen unser Wasser. Dann schwitzen wir im Sommer total viel sozusagen. Ne? Durch das Schwitzen alleine verlieren wir so viel Wasser, dass wir da wirklich täglich auch natürlich auf Toilette gehen müssen, logischerweise, und täglich dann um die 2 Liter Wasser verlieren. Und das müssen wir irgendwie wieder zurückbringen in unseren Körper. Denn mit Nahrung, ohne Nahrung kann ich da ein paar Tage überleben, sozusagen. Ne? Also das ist schon möglich zu hungern und nicht gleich zu sterben, aber plus ein paar Tage logischerweise. Aber ohne Wasser ist es eigentlich unmöglich. Entsprechend in weniger als 24 Stunden ohne Wasser haben wir dann schon sowas wie eine Dehydrierung, also eine Austrocknung unseres Körpers, und dann geht es uns total schlecht. Das heißt dann, wir bekommen Kopfschmerzen, uns wird es übel, und am Ende ist es soweit, wenn wir dann nach 100 Stunden nichts zu trinken bekommen haben, 100 Stunden sind dann irgendwie sowas wie 5 Tage, dann wird es schon knapp, und oder 4-5 Tage in die Richtung, dann wird es schon knapp und dann fallen wir ins Koma, also, und können sterben am Ende. Ne? Also das Wasser ist eigentlich viel, viel wichtiger als wie das Essen an der Stelle, das wir jeden Tag auch hier brauchen. Und da gibt es einen großen Wasserkreislauf auf unserer Erde. Das geht los, dass wir die großen Ozeane haben, die großen Meere, und dort verdunstet Wasser. Ne? Die Sonne strahlt ja ordentlich auf das Meer, und dann haben wir hier so Wasserdampfbildung, und der Wasserdampf steigt nach oben in die Wolken letzten Endes. Und die Wolken transportieren dann dieses gasförmige Wasser über Land. Dort kann es auch immer mal abregnen. Und zum Beispiel hier über den Bergen als Schnee oder Regen sich darstellen. Dort kommt dann das Wasser über Flüsse in entsprechende Seen oder direkt ins Grundwasser, in den Boden hinein, wo es dort entsprechend gespeichert werden kann. Und letzten Endes kommt dann die Rückführung über den Fluss oder über das Grundwasser direkt wieder in den Ozean. Das ist also ein riesengroßer Kreislauf, der sich hier entsprechend darstellt. Und da hat man halt eben hier dieses Experiment, dass man sieht, dass man das mal selber zu Hause in der Küche auch probieren kann und sagt, ich nehme mir irgendeinen Topf, hier habe ich mal so einen entsprechenden Erlmeyer-Kolben entsprechend mir hergenommen, und nehme da irgendeine Glasplatte und schaue mir dann an, wenn ich die hier drauf gebe, wie schnell es doch passiert, das ist quasi meine Wolke, wo das Wasser dann kondensiert, und entsprechend, wenn ich das dann lange mache, dann bilden sich aus den ganz kleinen Tröpfchen ganz große Tröpfchen, die dann letzten Endes irgendwo nach unten fließen, wie man sieht, und runtertropfen, und das dann wäre dann unser Regen am Ende. Das ist also dieser Kreislauf, den man hier auch ein klein bisschen nachvollziehen kann. Ja, und wo bekommen wir hier in Sachsen unser Trinkwasser her? Die Hauptquelle für Trinkwasser sind unsere 23 Trinkwassertalsperren, die wir haben. Dort bekommen wir also zu 49% unser Oberflächenwasser, was natürlich auch noch aufbereitet werden muss, her. Die anderen Geschichten, Uferfiltrat, Quellwasser, Grundwasser, angereichertes Wasser, sind da entsprechend dann so aufgeteilt, wie man es hier sieht. Und die Talsperren kennt das natürlich auch. Im Vogtland gibt es ja einige Talsperren, nur nicht alle Talsperren werden genutzt für Trinkwasser. Ne? Ihr kennt zum Beispiel die Talsperre Pöhl, aber die Talsperre Pöhl wird nicht für die Trinkwassergewinnung genutzt. Was wir hier im Vogtland haben, wo wir uns ja hier befinden, in der Ecke hier, da sehen wir hier die Talsperre Muldenberg mit 5,3 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist übrigens schon die Größe, die wir hier haben. Die Talsperre Werder mit 4,8 Millionen Kubikmeter, also nicht die Größe, Entschuldigung, die zweitgrößte. Die kleinste ist die Talsperre Werder mit 4,8 Millionen Kubikmeter, und die größte ist die Talsperre Tröder hier entsprechend mit 17,3 Millionen Kubikmeter. Das ist also die Hauptversorgung aus diesen drei Trinkwassertalsperren, die wir hier im Vogtland haben. Die größte in Sachsen ist übrigens hier Eibenstock, auch gleich nebenan, wo ich mein Trinkwasser herbeziehe, zum Beispiel. Ja, wo das dann hier im Wasserwerk Burgersdorf, was ja auch dargestellt ist mal als Talsperre, dann das Wasser dort herkommt für unsere Region hier. Aber auch ein Teil von Vogtland mit versorgt wird am Ende. Das sind übrigens zu den jeweiligen Talsperren Vogtland, die drei, die ich genannt hatte. Diese drei Wasserwerke, also Wasserwerk Groß-Zöbern ist für die Talsperre Tröder zuständig. Dann haben wir das Wasserwerk Werder und das Wasserwerk Muldenberg. Und was machen die Wasserwerke eigentlich?
Bitte. Ich? Du vielleicht? Ich bin der Felix. Ja? Ich denke, die filtern jetzt Wasser und die machen es sauber, dass wir nicht trinken. Die machen das sauber, sehr schön. Nämlich so, wie wir es aus dem, in der Talsperre haben, so können wir das eigentlich nicht trinken. Ist ja klar, das Wasser kommt irgendwo aus dem Wald in die Talsperre geflossen. Und im Wald, da haben wir ja, viel Laub, viel Dreck, was da entsprechend in die Talsperre mit reingetragen wird am Ende. Da kann vielleicht mal auch ein Reh in den Bach lollen, sage ich mal, und dann kommt das entsprechend auch in die Talsperre. Sowas kann ich natürlich nicht trinken. Und das Wasser muss erstmal aufbereitet werden, sagt man. Also Entfernung von Verunreinigungen, Keime werden entfernt und es wird aufgehärtet. Aufgehärtet heißt, man bringt dort entsprechend so Calcium und solche Dinge mit rein, damit es nicht zu weich ist und nicht unsere Rohre angreift. Das ist das Problem nicht, dass die Rohre dann kaputt gehen, wenn ich zu weiches Wasser habe. Und das ist ziemlich komplex, was man da hat, sozusagen. Also das soll immer unsere Talsperre sein. Und die Talsperre hat eine bestimmte Wasserhöhe. Und jetzt können über verschiedene Entnahmepunkte gesagt werden, wo ich Wasser entnehme. Zum Beispiel, wenn oben Wasser ziemlich dreckig ist, dann sagt der Wassermeister, ich nehme lieber von hier unten das Wasser und führe das dann in meine Aufbereitung, nennt man das dann. Da habe ich zum Ersten eine Vorreinigung über einen normalen Sandfilter. Viele haben vielleicht einen Pool zu Hause, wo dann auch so eine Sandfilteranlage mit einer Pumpe entsprechend neben dem Pool steht. Und dann schickt man das Wasser über den Sand und dort filtert es schon mal die grobe Verunreinigung heraus. Dann kommt dort eine Teilaufhärtung über Kalkstein sozusagen ist das einfach. Dann eine erste Desinfektion, da gibt man so Ozon zu, damit die Keime abgetötet werden. So sind aber die Keime relativ klein, also so klein, dass man die gar nicht sieht. Und jeder Sandfilter würde da entsprechend die Keime gar nicht zurückhalten. Die sind zwar dann tot, aber die will ich ja raus haben aus dem Wasser. Ich brauche ja keine leblosen Organika in meinem Wasser. Deswegen mache ich aus diesen vielen kleinen Keimen über sogenannte Flockungsmittel eine große Flocke. Und eine große Flocke kann ich dann besser zurückhalten in größeren Filtern entsprechend, Mehrschichtfiltern, um dann wirklich auch das sauberste Wasser, was ich erzeugen kann, hier zu erhalten. Da wird nochmal über Kalkstein das Wasser gebracht, um nochmal ein bisschen mehr Härte reinzubekommen. Und dann wird das Wasser erstmal gespeichert. Das ist erstmal die Idee, dass man erstmal einen Wasservorrat hat, wo dann das Wasser dann zu euch kommt. Über die Wasserversorger, die regionalen Wasserversorger letzten Endes. Und weil der Weg so lang ist bis zu euch, das dauert manchmal ein paar Tage, bis das vom Wasserwerk bei euch am Wasserhahn letzten Endes ankommt, deswegen braucht man da oft Desinfektion, nennt man das. Also Desinfektion heißt, ich gebe da ein Mittel zu, sowas wie Chlor oder Chlordioxid, wo dann dieses Wasser entsprechend nicht mehr schlecht werden kann, sozusagen. Das ist das Wichtige an der Stelle. Ja, wie schaut es da aus dann? Man hat nicht nur Talsperren, die unser Wasser liefern, sondern auch Brunnen. Wir haben ja vorhin gesehen, da ist auch Wasser im Grundwasserspiegel zur Verfügung stehend. Und dort bohrt man dann tiefe Löcher und kann dann über Pumpen dieses Wasser nach oben füttern. Das ist die zweite Art der Trinkwassergewinnung. Und dieses Wasser kann dann entweder in sogenannte Wassertürme oder in große Hochbehälter, solche großen Wasserkammern, die meistens auf hohen Bergen sich befinden, entsprechend gefördert werden. Der Sinn und Zweck ist der, dass, wenn das mal euer Haus hier wäre, keine extra Pumpen benötigt werden, wenn das Wasser da oben von alleine in das Haus reinfließt, entweder von hier oder von hier. Von da hat man immer Tag und Nacht denselben Wasserdruck am Wasserhahn anlegen und das ist halt eine schöne Sache an der Stelle. Wie schaut denn so ein Wasserturm aus? Da habe ich mal geschaut, ob es da in der Gegend schöne Beispiele gibt. In Reichenbach, habe ich selber noch nicht gesehen, muss selber erstmal hinfahren, aber man hat es gefunden entsprechend, gibt es hier diesen Wasserturm, wo sogar Leute drunter wohnen, sozusagen. Das da oben ist so die riesige Wasserkammer und unten drunter gibt es sogar Wohnungen, die da entsprechend zum Wohnen haben. Bitte? Das ist mal cool, dann gleich da runter. Ja, die haben immer gleich Wasser da, ne? Sozusagen, bitte? Hast du den schon mal gesehen eigentlich? Ja. Ey, toll. Ich kann auch schon oben drauf. Echt, den kann man besuchen. Das muss ich auch mal mir anschauen. Ja, also mindestens ein Liter muss man schon trinken, ja. Ja, das ist ja auch ein Wasserturm. Das ist ganz interessant. Also solche Wassertürme wurden früher gebaut, vielleicht vor 100 Jahren sozusagen. Die sehen eigentlich auch ganz schick aus, ne? Sieht aus wie fast wie ein Kirchturm. Und das ist ein Wasserbehälter, der erst vor ein paar Jahren gebaut worden ist. Die sehen halt ziemlich modern aus. Und da habe ich sogar, oder wir mit unserer Firma mit dran gebaut, da steht in Chemnitz. Und wurde aus Beton gegossen
Und leider hat dieser Beton Risse bekommen, sozusagen. Und wir wurden dann dazu gerufen, um zu helfen, um diese Risse wieder zu verschließen, zu verpressen, nennt man das sozusagen. Und dieser Wasserbehälter ist halt, oder dieser Wasserturm sieht auch recht schick aus, sozusagen, ne, mit den verspiegelten Flächen. Hast du noch was gesagt? Ja, aber da bin ich auch schon mal vorbeigefahren und da habe ich gesagt, hey, was ist das? Siehst du, und jetzt weißt du es sogar, ne? Ja, hast du noch einen? Wie eine was? Wie eine Zielflagge. Ach so, wenn die so hier, ja, mit diesen schwarz-weiß Zielflaggen da entsprechend so schicken. Noch ganz kurz, ja? Das sieht aus wie ein Wasserglas. Wie ein Wasserglas. Bisschen. Und? Hast du noch eine Idee? Aus wie ein Kochbuch, wie das andere sieht aus. Das sieht aus wie ein Leuchtturm. Ja, aber sehr schick, ne? Ja, und das Letzte jetzt nochmal. Also, das sieht aus wie eine Tasse, aber das ist keine Tasse, aber das ist fast so wie ein Leuchtturm. Genau. So, da schauen wir nämlich mal weiter. Neben den Wassertürmen gibt es nämlich auch solche Wasserbehälter. Ich sagte, die stehen oben auf dem Berg entsprechend. Und da habt ihr vielleicht auch schon mal solche Gebäude gesehen mit rechts und links zwei große Hügel. Ne? Genau. Und das sind Wasserbehälter, wo dann wirklich ganz, ganz, ganz viel Wasser für ganze Städte vorgehalten wird entsprechend. Das ist mal der Hochbehälter in Zwickau-Planitz. Da sind 2x5000 Kubikmeter Wasser drin. Totaler Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen, aber das wird nachher auch nochmal in einem Videofilm gezeigt. Das sind solche riesige Hallen quasi mit solchen Säulen, die dann unsere Firma dann zum Beispiel auch jedes Jahr sauber machen muss für die Wasserversorger. Und da kommt halt also euer sauberes Trinkwasser dann her, was euch dann irgendwann mal aus dem Wasserhahn erreicht. Hier habe ich mal das Vogtland übrigens mal ein bisschen aufgezeigt. Im Vogtland, der regionale Wasserversorger, ist der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland, nennt er sich, kurz ZWAF. Letzten Endes. Und der ZWAF hat extrem viele Hochbehälter, das sind insbesondere 160 Hochbehälter, die hier sich verteilen im ganzen Vogtland. 180 Trinkwasserpumpstationen, ne, wo mit viel Druck das Wasser dann bei euch zu Hause ankommt, da braucht man natürlich entsprechende Pumpen. Und 39 Wasserwerke, ne, nicht bloß die Wasserwerke, die hier entsprechend von den Talsperren herrühren, sondern auch die Wasserwerke sind hier mit aufgeschlüsselt, die dann das Wasser aus der Erde über Brunnenförderung entsprechend gewinnen. Ja, und das ganze Leitungsnetz, die ganzen Leitungen, die in der Straße liegen bis zu euren Häusern, bis nach Hause, die haben eine Länge von 2500 Kilometern. Jetzt kann sich das gar niemand vorstellen, wie viel sind denn 2500 Kilometer. Deswegen habe ich das mal hier aufgezeigt. Das ist 5-mal die Entfernung, wenn ich von hier zur Ostsee fahre. Das weiß man, das sind 6 Stunden ungefähr, die ich da im Auto sitze. Und so eine lange Strecke ist das hier 5-mal genommen, wie sich das Trinkwasserleitungsnetz darstellt im Vogtland. Ja, und dabei muss man immer noch sagen, Trinkwasser ist wirklich recht billig. Für den ganzen Aufwand, der da betrieben wird, können wir für 5 Euro ungefähr 2495 Liter entsprechend kaufen. Und damit können wir entsprechend 5,3 Jahre unseren Trinkwasserbedarf decken. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Währenddessen, wenn man den Vergleich sieht, ich gehe in einen Supermarkt irgendwo und kann für dasselbe Geld 9 Liter kaufen, da komme ich gerade mal 7 Tage hin, sozusagen. Also wir sind da schon sehr, sehr froh, Trinkwasser aus dem Hahn auch trinken zu können. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, wenn man mal in andere Länder fährt, in Südeuropa beispielsweise, in Spanien oder in USA oder sonst wo in Afrika, dort kann ich das Wasser nicht trinken, was aus meinem Wasserhahn kommt, weil es entsprechend gar nicht so keimfrei ist. Da wird mir schlecht, da werde ich krank am Ende. Und deswegen ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Sache hier, dass wir unser Wasser wirklich trinken können. Das ist wirklich Trinkwasser, was die anderen in der Welt nicht haben. Und das ist schon mal auch ein großer Schatz für uns. Am Ende. Natürlich muss das Trinkwasser auch überwacht werden, überprüft werden. Und das macht man in einem Labor. Hier übrigens bin ich selbst mal im Labor, das war in Zwickau, währenddessen ich hier mal studiert hatte, wurde das Foto hier aufgenommen. Und dort haben wir auch Trinkwasser untersucht. Dort werden halt so kleine Kolben entsprechend befüllt mit Wasser und geschaut, was ist da drin, was sind da für Metalle, Kupfer, Mangan, Eisen oder so etwas drin. Und was habe ich da auch für Bakterien eventuell drin? Da werden dann solche Abstriche gemacht auf solchen Nährböden, nennt man das, und das dann untersucht. Und Keime haben wir überall, letzten Endes. Ne? Auf unserer Hand, deswegen habe ich hier oben mal so eine Hand entsprechend dargestellt, auf unserer Hand gibt es extrem viele Keime. Ne? Viele auch Schimmelpilze und was das da alles so gibt. Der ganze Mensch besteht aus 100 Trillionen von Keimen. Also das ist eine unglaubliche Zahl. Und eine ungewaschene Hand, da sind schon mal 10 Millionen Keime allein schon drauf.
wasche ich mir eine Hand, dann sind es zwar immer noch 100.000 Keime, aber immerhin schon eine ganze Größenordnung weiter unten hier. Dann haben wir bei Corona gelernt, ich muss meine Hand manchmal desinfizieren. Dann bin ich aber immer noch nicht keimfrei. Da sind immer noch 10.000 Keime auf meiner Hand. Und selbst in der Luft, da wirbeln immer noch Keime herum. Sozusagen 350 bis 400 Keime auf dem Liter. Und insbesondere natürlich bei Dreck oder im Erdboden und so weiter, nämlich da einen Teelöffel Erdboden, habe ich auch diese 100 Trillionen Keime. Also wir sind umgeben von Keimen und deswegen ist das die große Herausforderung, diese ganzen Keime aus dem Trinkwasser herauszuholen, sozusagen. Also das ist gar nicht ganz ohne. Das wird im Labor überprüft und hier sehen wir, wir dürfen bestimmte Keime gar nicht drin haben. Hier steht 0 KBE. Das nennt man koloniebildende Einheit, sozusagen. Die wir hier für bestimmte pathogene Keime, also Keime, die wirklich krank machen, die dürfen gar nicht drin sein. Da darf ich wirklich bloß 0 haben für Coliforme, Escherichia, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa nennen die sich. Das sind so seltsame Namen. Aber letzten Endes sind das wirklich krankmachende Keime, die nicht vorhanden sein dürfen im Trinkwasser. 0 KBE pro 100 Milliliter, um das nochmal zu erklären, heißt, ich gebe 100 Milliliter im Labor zum Beispiel auf, filtriere das und habe dann so eine Petrischale, wo ich dann am Ende nach vielleicht 48 Stunden, nach 2 Tagen zähle, wie viele Punkte, wie viele Kolonien sind da entstanden. Jeder einzelne Keim bildet dann nämlich eine größere Kolonie, da wächst dann auf dieser Nährlösung sehr schön zu größeren Kolonien und die können dann einfach gezählt werden und da darf dann bei 0 natürlich nichts auf dieser Platte zu finden sein. Bei anderen Keimen, wie die allgemeinen Koloniezahlen oder Legionellen, da darf es schon unter 100 KBE pro 100 Milliliter bleiben, um das noch trinken zu können. Das macht mich also nicht gleich krank, sozusagen. Ja, und auch der pH-Wert ist ganz wichtig. pH-Wert habe ich mal die Übersicht mitgebracht. Da geht von 1 sauer bis 14 alkalisch, sozusagen. Da kann mit verschiedenen Messmitteln geprüft werden. Zum Beispiel hier mit diesem Unitestpapier, das entsprechende Färbung bringt, je nachdem welchen pH-Wert ich habe. Oder wir haben hier auch solche Handmessgeräte mit solchen Sonden, die ich da entsprechend dort in die Lösung einbringe. Für unser Trinkwasser an sich ist das der pH-Bereich, der zwingend vorhanden sein muss zwischen 6,5 und 9,5. Wir dürfen nicht drunter liegen mit unserem pH-Wert im Trinkwasser, aber auch nicht größer sein wie 9,5. Nur zwischen in diesem Bereich 6,5 bis 9,5, da reden wir von Trinkwasser. Und jetzt schauen wir mal uns ein paar Beispiele an für den pH-Wert, wo wir da ungefähr liegen, damit man eine Vorstellung hat. Also das Wasser liegt ungefähr, sollte ungefähr bei 7 bis 8 entsprechend herum als pH-Wert besitzen. Wenn wir dann nach unten gehen, dort haben wir zum Beispiel Essig, pH 3 oder die Säure, Magensäure zum Beispiel, in eurem Magen ist ja Salzsäure und die hat 0 bis 1 als pH-Wert. Währenddessen im oberen Bereich, wenn man dann zum Basischen hingeht, dort haben wir dann zum Beispiel die Seife oder den Abflussreiniger. Hier habe ich mal ein paar Beispiele dazu mitgebracht und wie gesagt auch dieses Messgerät, da ist das natürlich relativ klein und fein, aber man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Wenn ich da also hier meine Sonde habe, die ich dann in das Wasser eintauche, habe ich frisch gezapft, hier hinten aus der Küche heraus, dann hat das einen pH-Wert von ca. 7,99. Das ist also sehr schön, sozusagen. Das ist genau in dem Bereich, wo wir hinwollen. Und dann schaue ich mal, was da entsprechend bei den anderen. Geschichten sich hier darstellt. Wir nehmen erstmal, ja, Cola ist am besten hier erstmal. Wir schauen mal, wo die Cola liegt, ne, sozusagen. Das sind alle am Scherzen immer drauf. Sozusagen. So, also, Cola hat, jetzt sind wir mal gespannt, so. Viel Zucker hat es auf alle Fälle. So, und dann sind wir hier. Ich weiß nicht, ob es die vorderen Reihen erkennen können. Der pH-Wert geht schnell nach unten. Und da sind wir bei 2,69, 2,7 ungefähr. Ne? Also ist extrem sauer. Seht ihr das, wo wir da hier landen? Im ganz, ganz sauren Bereich ist hier diese Cola. Das heißt also, die Cola greift auch mit der Säure extrem eure Zähne an. Sozusagen. Also das ist schon eigentlich gar nicht so gut, so viel Cola zu trinken.
Jetzt wissen wir also die Geschichte. Aber schmecken tut sie ja. So, wir schauen uns jetzt mal den Apfelsaft an. Apfelsaft auch nicht schlecht, ne? Mal gucken, ne? Ob dies besser ist wie Cola. So, Apfelsaft. So. Oh, ganz schön viel, hat viel Durst. So, wir schauen mal, wo wir hier landen. Sieht das jemand? Bisschen mehr wie die Cola, ne? Sozusagen. Nicht ganz so sauer, aber 3,7 als pH-Wert. Also immer noch ein bisschen sauer, sozusagen. So. Wollen wir erstmal wieder spülen hier. Und trinken nicht vergessen. Man soll ja 2 Liter am Tag trinken, deswegen machen wir es. Ja, lass es übrig. Ja, da müsst ihr euch ganz schön reinteilen, ne? Die kleine Cola. So, und dann habe ich bei mir im Kühlschrank diese Fruchtbuttermilch gefunden. Ich dachte, Mensch, das interessiert mich mal selbst. Und lese aber auf dem Verfallsdatum 7.3.22. Da wissen wir alle, also Milch, die ganz schön überlagert ist, die wird ziemlich sauer. Da wird die bestimmt auch sauer sein. Das gucken wir jetzt mal nach. 7.3. ist ganz schön lang her, ne? Jetzt haben wir am 25.06. Das sind schon über 3 Monate. Das ist März gewesen, ne? Mal sehen, ob das jetzt saure Milch geworden ist. Ja, das sieht ein bisschen eklig aus, das stimmt. So. Wo sind wir hier? 4,42. Also besser wie der Apfelsaft immerhin, aber doch noch ein bisschen sauer geworden. Also von daher ist das einfach, und das trinke ich jetzt sicherlich nicht. Das ist ja eklig, sozusagen. Da lassen wir das mal lieber sein. So, machen wir das mal wieder zu. Ja, und um auf die andere Seite zu kommen, da steht der Abflussreiniger. Den habe ich auch mal zu Hause gefunden. Das ist das. Das ist so ein Salz am Ende, das löse ich in Wasser auf. Das mache ich jetzt vielleicht auch mal hier. Ich habe hier alles vorbereitet, dass ich das ein bisschen ausspüle. Zack. Alles wieder schön sauber. Und jetzt muss ich den Abflussreiniger natürlich auflösen. So, ist eine Kindersicherung dabei, dass Kinder nicht rankommen, ist natürlich gefährlich auch. Gefährlich deswegen, weil es halt eben so stark basisch ist, wo man sich auch schnell Verletzungen auf der Haut entsprechend zuziehen kann. Also das ist dieses Salz. Da tue ich mal ein bisschen rühren, so ein bisschen schwenken. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt kann ich da das schnell mal wieder zumachen. Und wir gucken, wo wir landen. So. Und das ist wirklich ganz schön oben, ne? Vom pH-Wert. 12,5 ungefähr, ne? Ne? 12,6 fast sogar, ne? Sozusagen. Also ganz schön weit oben vom pH-Wert. Und das sollte man auf gar keinen Fall natürlich trinken. Ja, das ist so Abflussreiniger, wie da damit steht, sozusagen. So. Und pH-Wert, den pH-Wert, der hat verschiedene Färbungen, weil er auch Wasser verschieden färben kann, sozusagen. Da kann ich das mal vorführen. Da habe ich hier so einen Messkolben. Und dieses Pulver, das nennt man übrigens, da zeigt das hier das nächste Experiment, Lackmus. Lackmus ist ein Extrakt aus einer Flechte, also einer Pflanze sozusagen, ein Farbstoff, mit dem ich malen kann, aber auch ein Farbstoff, mit dem ich den pH-Wert entsprechend mir anzeigen kann. Lackmus an sich, das Wasser habe ich wie gesagt wieder mit dem pH 8 aus dem Wasserhahn geholt, hinten aus der Küche. Gebe ich jetzt mal das Pulver hier hinzu. Ja, ich würde es nicht machen. Das wird schön lila. Ne? Genau. So. Kann man schön hier. Sieht lecker aus, oder was? So. Und jetzt hat es die Eigenschaft,
seine Farbe zu ändern, wenn ich den pH-Wert ändere. Und da habe ich mir gedacht, wie mache ich das mit dem pH-Wert ändern? Ich kippe was rein, genau, und zwar eine Chemikalie. Und da habe ich hier mal das dargestellt, das ist HCl, das nennt man Salzsäure, also was im Magen bei euch drin ist, und Natronlauge, sozusagen Natronlauge, das ist sowas wie im Abflussreiniger drin ist. So, und wir haben also diese Salzsäure. Und da schaue ich mal. So. Und dann muss ich bloß mal schütteln. Und da hat sich doch die Farbe von lila zu rot verändert, sozusagen. Ne? Ne? Mal gucken, ob da noch mehr rot wird. Genau, jetzt wird es immer roter. Je saurer das wird, das Wasser, desto roter wird das. Und das kann ich natürlich auch umdrehen, indem ich sage, ich nehme diesen Abflussreiniger quasi, diese Natronlauge, und mache den wieder alkalisch. So, und schon färbt sich das wieder zurück, sozusagen. Ne? Jetzt ist es ganz, ganz, ganz dunkel. Violett, sozusagen. Ne? So. Ich habe auch andere Chemikalien, die mir das aufzeigen. Zum Beispiel diese Chemikalie, die nennt sich Phenolphthalein. Das Phenolphthalein ist eigentlich farblos. Kann ich kurz mal zeigen hier. Ich gebe mal ein bisschen Phenolphthalein hier rein. Genau. Ja, aber eigentlich ist es wie farblos, ne? Sozusagen. So. Weißlich farblos. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das verfärben kann. Und da habe ich pH Plus mitgebracht. Im Schwimmbad, wer einen Swimmingpool zu Hause hat, da muss man auch den pH-Wert einstellen. Und da gibt es entsprechend pH Minus und pH Plus, wo man dann den pH-Wert nach oben bringt oder den pH-Wert nach unten absinken lässt. Und da gebe ich mal so ein pH Plus mal rein, dann mache ich den pH-Wert eben, mache ich mal hier vorne, eben ein bisschen basischer und sehe, wie sich da der pH-Wert über den gesamten Rohrwerksquerschnitt hier vom pH 8 in pH 12 verwandelt, sozusagen. Das kann ich also hier schön an der Farbe erkennen, sozusagen. Also pH-Wert ist auch wirklich was sehr Spannendes, finde ich ja selbst, und da kann man viele schöne Dinge mit sehen. Hast du eine Frage? Können wir alles reinmachen? Was alles rein? Alles zusammen? Oh, jetzt nicht. Müssen wir nachher mal probieren. Ja. Genau. Hast du noch eine Frage kurz? Können wir mal das Rote reinmachen? Das Rote reinmachen können wir auch machen. Aber nachher, sozusagen. Genau, wir schauen uns nämlich jetzt erstmal diesen Film an. Der dauert bis 6 Minuten. Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser?
Hallo Kinder, ich bin's, euer Lupi. Wie ihr seht, brauchen wir alle ganz schön viel Wasser. Und das Tag für Tag. Beim Duschen, Wäsche waschen, beim Blumengießen oder auf der Toilette. Aber wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Und wie gelangt es in euren Wasserhahn? Kommt mit, ich zeige es euch. Bin ich wieder. Der Fluss, auf dem ich gerade fahre, ist die Mulde. Das Quellwasser aus den Bergen hat sich hier gesammelt und fließt jetzt immer weiter. Es fließt und fließt und fließt, bis der Fluss irgendwann aufgehalten wird von einer Talsperre. Das hier ist die riesige Talsperre Eibenstock, die größte Talsperre in ganz Sachsen. Sie staut das Flusswasser der Mulde zu einem Stausee an. Baden, Tauchen, Bootfahren oder Surfen ist hier übrigens nicht erlaubt. Es ist ja eine Trinkwassertalsperre. Hier auf dem Wasser seht ihr Pollen. Diese sammeln sich im Frühjahr auf der Wasseroberfläche. In einer Sekunde können hier 1340 Liter Talsperrenwasser zur Trinkwasseraufbereitung abgegeben werden. Außerdem dient die Talsperre Eibenstock als Hochwasserschutz. Und ist euch was aufgefallen? Auf der Staumauer gibt es sogar ein Kunstwerk. Die beiden Forellen hat der Künstler Klaus Daufen im August 2012 auf die Mauer gezaubert. Das Wasser aus der Talsperre gelangt schließlich ins Wasserwerk. Euer Trinkwasser kommt aus dem Wasserwerk Burkersdorf. So ein Wasserwerk ist riesig und besteht aus vielen Stationen. Los geht es in der Filterhalle. Zu Beginn werden aus dem Wasser alle möglichen Stoffe entfernt. Ihr könnt euch ja sicher vorstellen, dass in dem Wasser aus der Natur so einiges rumschwimmt. In einem großen Absetzbecken werden deshalb alle unsauberen Teilchen herausgefiltert. Den gasförmigen Stoffen Ozon oder Chlor wird das Wasser desinfiziert oder entseucht. Das macht man, damit sich im Wasser später keine Bakterien oder Keime bilden, die krank machen können. Hier gibt es einiges zu sehen. Was genau, das erklärt euch Frau Künzel von den Wasserwerken. Ich befinde mich hier in der Leitpforte vom Wasserwerk Burkersdorf. Von hier aus werden sämtliche Anlagen überwacht, Tag und Nacht. Jetzt verlässt das Wasser das Werk. Weil es so hoch liegt, kann das Wasser in den Rohren von ganz allein den Berg hinunterströmen. In Hochbehältern und Wasserspeichern macht das Wasser auf dem Weg zu euch einen Zwischenhalt. In so einem Hochbehälter ist es dunkel und sehr laut. Das Trinkwasser wird auf dem Weg zu euch mehrmals getestet. Dazu entnehmen die Mitarbeiter Proben und bringen sie zur Kontrolle ins Labor. Damit richtig geprüft werden kann, dürfen keine Bakterien und Dreck in die Probe gelangen. Deshalb wird der Wasserhahn vorher mit Feuer steril gemacht. Auch für euch nicht sichtbares Grundwasser aus dem Erdboden wird genutzt.
Tiefbrunnen befördern es hinauf an die Erdoberfläche. In der Region kommen dafür zwei Tiefbrunnen zum Einsatz. Der Tiefbrunnen ist 168 Meter tief. Die Pumpe fördert bei 66 Metern das Wasser aus der Tiefe. Der Kirchturm der Marienkirche hat eine Höhe von 87 Metern. Der Brunnen ist also zweimal so tief. Das ist der Tiefbrunnen Mühlsen St. Niklas und die dazugehörige Wasseraufbereitung. Hier fördern wir Wasser aus dem Boden, aus der Tiefe. Deshalb gibt es um den Brunnen auch ein sogenanntes Trinkwasserschutzgebiet. Es gibt übrigens auch eine festgelegte Menge Wasser, die wir täglich hier entnehmen können, damit immer genügend Vorrat vorhanden ist. Jetzt ist das Wasser so sauber, dass ihr es auf der Stelle trinken könntet. Doch bei den Wasserwerken überlassen die Experten nichts dem Zufall. Deshalb wird im Labor noch ein weiteres Mal ganz genau hingeschaut. Denn das Wasser muss nicht nur so klar sein, dass ihr durchschauen könnt. Mehr als 100 Eigenschaften müssen stimmen, damit es wirklich Trinkwasser ist. Bei uns landen Wasserproben aus dem ganzen Gebiet. Alles ist beschriftet und genau geordnet. Mit vielen technischen Mitteln und Geräten können wir untersuchen, ob das Wasser wirklich rein ist. Das ist eine große Aufgabe, die aber wichtig ist und die sich auch lohnt. Denn schließlich trinken wir am Ende alle dasselbe Wasser. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Zahlen für euch. In der Zwickauer Region sorgt ein Rohrsystem mit insgesamt fast 1500 Kilometern Länge dafür, dass ihr alle täglich Wasser nutzen könnt. Würde man alle Rohre gerade hintereinander legen, dann würde das dreimal von Zwickau bis zur Ostsee reichen. Die Rohre führen zu rund 45.000 Hausanschlüssen, zum Beispiel bis zu euch nach Hause in die Wohnung oder auch zu eurer Schule. 17 Städte und Gemeinden erhalten von den Wasserwerken Zwickau aufbereitetes Trinkwasser. Rund 200.000 Menschen werden Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr versorgt. 16 Millionen Liter Trinkwasser werden tagtäglich in der Zwickauer Region verbraucht. Das ist eine ganze Menge. Rund 6-mal so viel, wie in die Glückaufschwimmhalle passt. Doch genau genommen kann man Wasser gar nicht verbrauchen. Es wird gebraucht, denn sobald es durch den Abfluss läuft und ihr es aus den Augen verliert, beginnt der Kreislauf von vorn. Aber davon erzähle ich euch beim nächsten Mal. Film der Wasserwerke Zwickau. Fürs Vogtland hatte ich leider schon versucht, beim Zwaffblauen entsprechend danach zu fragen, ob es auch sowas gibt, aber leider gab es für das Vogtland ja nicht so eine Animation oder so eine Geschichte, wie die sich ja schön dargestellt hat, aber für die allgemeine Darstellung ist doch sehr schön gestaltet worden. Jetzt ist natürlich aber wichtig, wir wissen jetzt, wie das Wasser zu uns kommt und an der Stelle muss man auch mal darstellen, dass wir auf unser Trinkwasser als wirklichen Schatz gut aufpassen müssen. Denn wir wissen alle, die Umweltverschmutzung, die kann hier viel Trinkwasser in unbrauchbares Wasser entsprechend umwandeln. Und deswegen müssen wir da aufpassen auf unseren Schatz, unser Trinkwasser entsprechend und die Wasserschutzgebiete entsprechend hier um zum Beispiel Tiefbrunnen her nicht kontaminieren und ähnliche Geschichten. Denn Wasser ist ja nicht ausreichend manchmal zur Verfügung stehend. Insbesondere durch Klimaveränderungen.
haben wir so unsere Sorgen für die Zukunft. Wir sehen hier Klimaveränderung, Wasserknappheit für die Talsperre Pyrrhic mal dargestellt. Da wird bloß mal untersucht, wie schaut denn der Zufluss, das sind die blauen Balken, für die Jahre 1940 bis 1988 aus. Und die roten Balken sind der nachfolgende Zeitraum 1989 bis 2015. Auf den ersten Blick sieht es eigentlich fast gleich aus, aber hier sieht man von November bis März. Da sind in den letzten Jahren mehr Zuflüsse gekommen, plus 13% gegenüber dem vorherigen Zeitraum 1940 bis 88. Aber im Rest des Jahres, April bis Oktober, dort haben wir viel, viel weniger. Die roten Balken sind ja viel, viel kleiner als wie die blauen, viel, viel weniger Wasser in die Talsperre Pyrrhic bekommen. Deswegen gibt es da also entsprechende Probleme. Das sind minus 25% in dem großen Zeitraum gegenüber dem plus 13% in diesem relativ kurzen Zeitraum. Und das macht halt ersichtlich, dass das eigentliche Wasseraufkommen sich über die Zeit hinweg verringert hat. Und dadurch haben wir oft mit Wasserknappheit zu kämpfen. Ganze Flussbetten, wie man hier sieht, trocknen aus. Auf den Feldern haben wir Probleme, dass die Pflanzen gut wachsen. Und das gestern kam wieder in den Nachrichten, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder Nordsachsen die Entnahme von Wasser aus Flüssen verboten worden ist, weil halt zu wenig in den Flüssen ist, bis überhaupt gar nichts sozusagen. Und deswegen ist es wirklich gar nicht so einfach, hier dann auch die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Denn solche Talsperren, die können, wenn kein Wasser ankommt, auch mal austrocknen. Wie man hier sieht, August 2018 war das entsprechend, Talsperre Lehmmühle. Hinten im Dresdner Raum ist das entsprechend. Und das macht halt einem wirklich Sorgen. Auch die Wasserversorger haben da große Sorgen entsprechend. Hast du eine Frage? Wir sind gleich fertig, ja. Muss bestimmt auf Toilette, oder? aber die Trockenheit, wirklich sind noch 2, 3 Folien. Die Trockenheit macht wirklich den Pflanzen auch zu schaffen. Ne, unsere Wälder trocknen aus, da gehen die Bäume kaputt. Auf den Feldern haben wir wenig Ertrag. Die Bauern müssen kämpfen, dass da entsprechend genug wächst. Und hier ist mal für den 25. Mai entsprechend eine aktuelle Karte zur Trockenheit, zum pflanzenverfügbaren Wasser entsprechend dargestellt. Und wo rot ist, ist es immer schlecht und wo blau ist, ist es gut sozusagen. Ne? Und unsere Region hier, die habe ich mal rausgezoomt. Wir befinden uns hier, also hier im Vogtländischen, und das ist ja die Zwickauer Region. Da sehen wir schon viele rote Flecken sozusagen. Da ist also wirklich sehr, sehr trocken gewesen im Mai. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass es seitdem sehr, sehr viel geregnet hat. Das wird jetzt nicht viel anders ausschauen nach einem Monat sozusagen. Also das ist schon ein großes Problem für uns. Und auch in anderen Teilen der Welt. Da haben wir aktuell zum Beispiel in Südafrika die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Die Leute haben nichts mehr zu essen, weil da nichts mehr wächst. Und deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz großes Problem, wenn uns mal das Wasser ausgeht, sozusagen. Da müssen wir also mal schauen, wie das in der Zukunft sich gestaltet. Und wir müssen wirklich gut aufpassen auf unseren Schatz, unser Trinkwasser, sozusagen, wie das hier dargestellt ist. Ja, damit wäre ich wirklich am Ende meines Vortrages. Ich danke ganz herzlich fürs gespannte Zuhören, entsprechend für die Fragen zwischendrin. Und wird das